Hallo. So, hallo und herzlich willkommen hier bei 7 Days to Die, dem PvP-Projekt. Atta gegen Faustus. Hallo. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich bin schon aus der Tür raus. So. Ich auch. So, im Infovideo konnte man ja genug erfahren. Wenn uns jetzt noch irgendwas einfallen sollte, werden wir das jetzt natürlich bekannt geben. Aber jetzt heißt es erstmal Zeug suchen. Ach, ich gehe schon die ganze Zeit geduckt, weil ich. Ich denke, gleich kommt ein Zombie um die Ecke. Ja. Aber die sind ja hier aus. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob wir irgendwie schnell was finden. Oder ob das ewig dauert, bis man mal einen Sichtvorteil erhaschen kann. Das wird sich zeigen, ne? Ach ja, was im Infovideo nicht gesagt wurde, das erwähnen wir jetzt nochmal eben schnell. Wir machen hier eine komplette Aufnahme durch. Also es gibt jetzt nicht nach jeder Folge eine neue Anmoderation. Das hatten wir nämlich vergessen zu erwähnen. Oh, schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Der Müllsack hat sich gelohnt. Das freut mich für dich. Ein Stein. Auch ein Stein. Aha, alles klar. Ich denke mir schon, was ist das denn hier für ein Bauwerk? Kommt das so in der Seven Days Welt vor? Ich denke nicht. Also, weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten soll. Nee, besser nicht. Nee. Okay. Auch alles Stein. Klar. Sogar, gibt's hier keine Steine? Das weiß ich gar nicht. Weil, wie soll ich das die Tür aufkriegen? Das werden die versteckt haben, die Herrschaften. Doch, doch, die haben die ganzen Baumaterialien und so haben die versteckt. Müsst ihr jetzt erstmal selber suchen. Könnte natürlich anfangs ganz schön schwierig werden. Ja. Hatten wir, das weiß ich jetzt, oh, cool. Hatten wir eigentlich Respawn eingestellt? Nein, der ist komplett aus. Ja, gut. Also es werden keine Items nachgespawnt, es gibt auch keinen Airdrop. Oh! Oh! Ich kann schon mein erstes Teil lernen. Ja, ich auch. Iron Blows. War so ein Müllsack drin. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir hier zum ersten Player-Kill kommen. Ja, bin ich auch gespannt. Ich sehe ja keine Steine. Also, warum die? Nein, die haben die Baumaterialien, auch Steine, sollten die versteckt haben. Wahrscheinlich in den Häusern drin. Leer. Wieder leer. Ob dazu die optimale Idee war, ohne Nahrung? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, war. Oh, du kannst ja was im Rucksack, Müll finden oder so, ne? Ja, aber ohne Stein komme ich hier nirgendwo rein. Ja, das stimmt. Das, aber ich stand jetzt auch schon vor so zwei, drei Türen. Oh, 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 doch, ich komm rein. Oh, ja. Ja, aber das ist ein Vorteil, ich hab noch keinen Stein. Oh, eine Sporttasche. Nee, ich hab ja auch keinen Stein gefunden. Ich hab, Werkzeug gefunden. Oh, oh, oh. Ich hab schon mal eine Brille gefunden. Crystal Barrel. Oh, was zu trinken. Cool. Oder ich komme jetzt wahrscheinlich auch irgendwo rein. Hoffe ich. Oh, ich muss gucken, wo hier die Tür ist. Warte, Leute, damit ihr was sehen könnt.
Ich hoffe, das klappt. Oh. Also wenn die das jetzt hier versteckt haben sollten, dann auf jeden Fall nicht schlecht. Na komm. Also mit der Keule auf dem Holzbrett zu hauen, das dauert ja ewig. Hast du eine Keule? Ja. Also ich kann es ja mal sagen, ich habe eine Pickaxe. Ach, du bist ein Lacker, ey. Hast du sie so gefunden, durch Zufall, oder? Ja, habe ich gefunden, ja. Ich habe auch schon... warte mal, kann ich ja mal anziehen. Eine Hose, ein Hut und ein Unterhemd. Ah. Ich habe nur eine Brille bisher. Also ich habe noch eine Hose, ich könnte dir eine geben. Warte mal, wo ist was craften hier? Ah, wünsche dir das ein. Aber was zum Schießen habe ich jetzt noch nicht. Also früher fand ich das in der Alpha 11.6. Ja, da konntest du durch die Erhöhung wenigstens mal durchhüpfen. Ja, Mann, da fällt mir gerade mal was ein. Ich bin doch ein Depp, ich hätte ja einfach reingehen können. Ich dachte, es wäre ein Haus gewesen, wenn ich gut. Nein! Nein! Oh, Schreibtisch. Ach du Scheiße, ey. Ich habe schon voll die Rezepte gefunden. Oh, ich kann Pfeile herstellen. Startpfeile. Na, für den Fall, dass die 250 brennenden Pfeile mal nicht. Ah, nee, ist ja kein Rezept. Normale Pfeile. Achso. Das braucht man wirklich. Aber trotzdem, so Steine liegen hier nicht rum. Nee, es ist auf jeden Fall fehlt auf jeden Fall, soll ich sagen. Komm ich da hoch? Also. Es kann auch sein, dass wir uns erst voll spät sehen. Das heißt ja nicht, dass wir uns erst voll wieder gleich voll auf die Klappe gehen. Werden wir ja sehen. So, was. Ja gut, aber hier werde ich niemals reinkommen. Boah, was ist das denn für ein stabiler Mist hier, ey? Wohl, die Tür, das geht schon. Okay, die Pickaxe, die habe ich jetzt auch mehr oder weniger schon fast Schrott. Oh. Also das ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung, als wenn man reingeht und jetzt hier mit Zombies spielt und blau und blub, wo man schon so ein bisschen Startkram haben kann, weil man sich ja schnell was ercraften kann. Ja, ich komme jetzt erstmal jetzt auch gleich rein. Was sind die Gitter denn hier so stabil? Weiß ich nicht. Da komme ich ja gar nicht rein. Ich vergesse den Timer zu stellen. Super, ich habe nicht drauf geachtet, meine Keule ist kaputt. Kann man da eine Tür mit der Faust kaputt kriegen? Ja. Theoretisch würde ich sagen, das würde gehen. Aber. Das dauert. Das wird ewig dauern, ja. Ja, wenn man keine Steine hat, kann ich keine Steinachs bauen. Also, ohne Steinachs kann ich auch so nichts großartig bauen.
Nee, ist nicht wahr. Okay. Also hier war ich doch schon, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticks brauche ich dafür. Oh, gut. Baum brauche ich nicht kaputt hauen, kriege ich eh nicht kaputt. Ah, hier ist nochmal Müll. Wo nichts drin ist, hat sich schon mal gelohnt. Oh, hier ist eine tote Leiche. Hä, korrekt. Gut, dass die schon tot ist. Ja, und ein Holzbrett war da drin. Und Munition gefunden. Daraus kann ich noch schön Sticks machen. Aus einem Brett kriegt man nur 4 Stück raus, ernsthaft? Ja. Cinderblocks lasse ich mal liegen. Bau erst. Hier noch einer. Oh, hier ist noch eine Tasche. Würde mich mal interessieren, ob die ganzen Möbel, die hier rumstehen, ob die auch gesetzt haben. Kann ich dir nicht sagen. Aber man sieht, glaube ich, so, oder man kann gesetzte Sachen vielleicht ein bisschen erkennen. Weil normalerweise in der Mülltonne steht nicht noch ein Sack. Oh, Painkiller. Also ich kann ja auf jeden Fall schon mal so viel sagen, ich habe den ersten Safe gefunden. Ja gut, ich komme in kein Haus rein. Ja, geöffnet, ja, also ich bin noch nicht dran gekommen, ich habe nur gesehen. Ich bin auch dabei, immer noch Holz zu sammeln. Dazu kann man noch eine kleine Geschichte überhaupt dazu sagen. Wir hatten probiert, auf einem gehosteten Server gegeneinander zu spielen oder miteinander, gegeneinander. Und da hat alles so nicht funktioniert, wie wir das wollten. Beziehungsweise ich war safe, der Faustus war es nicht. Er ist immer halt blöd gespawnt und hier und da. Einfach durchkrabbeln kann, ne? Und darum haben wir uns dann halt auch diese Gesamtidee halt ausgedacht, dass wir auf so eine in einer Stadt sowas machen. Richtig, und genau. Da können wir erstmal auch den Lord Griffin bedanken, der hat uns den Server hier zur Verfügung gestellt, ne? Stimmt, genau. Oh, eine Kiste gleich am Eingang. Lockt. Die ist gelockt. Ja, schäbig, ne? Ja, ich habe gerade eine Keule gebaut. Hey, Steine! 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 Und ich krieg das da hin. Ach, wie lange soll ich auf so, mit der blöden Keule auf so einer Kiste rumkloppen? Aber ich merk schon, ne? Also das könnte jetzt echt eng werden mit der Kiste, die wir da haben, ne? Wieso? Wenn wir jetzt Sachen safen wollen. Ja, wieso? Token? Sind richtig so safen? Ja, ja, klar, Logo. Aber es gibt ja auch noch eine Menge andere, was man safen könnte. Also, ich klopp mich dumm und dämlich mit der Keule auf der Kiste. Noch irgendwas? Vielleicht ja. Sack was dran. Glasscheibe, was soll ich denn da? Weiß ich was lassen? Ah, das muss man da sehen. Nochmal Holz, ja, das brauche ich jetzt. Auf jeden Fall. So klein machen. Ich hab fast eine ganze Keule kaputt gehauen. Okay. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss noch gehen.
Nur hier das an. Ah. Dann nehme ich doch lieber eine neue Keule, anstatt mir die alte immer zu reparieren. Für meine Zuschauer mache ich immer ein bisschen Licht, damit sie auch sehen, was ich hier mache. Ist ja wichtig. Ja. So, was machen wir hier mit dem ganzen Gerümpel? Na komm. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob ich Sachen wegschmeißen soll. Übrigens, zum Thema in die Kiste safen, man kann sich auch selber noch Kisten basteln. Ach, können wir das? Ja. Warum nicht? Ich habe mir doch eine Kiste gebaut, wenn ich genug Holz habe. Ja, okay. Ja, dann ist das. Ja, dann machen wir das. Ja. Hätte ich jetzt auch heimlich gemacht, ohne dass es weiß, so allgemein. Weil es nicht verboten ist. So. Nee, dann ist das okay. Also, das hatten wir ja vorher nicht abgesprochen, aber gut, machen wir das. Ja, das mal erstellen kann man auch erstellen, denke ich, oder nicht? Nee, nee, stimmt eigentlich, klar. Nur ich hätte jetzt wahrscheinlich keine, Kiste gebaut. Ich hätte jetzt nur mit der einen gelebt. Ah. Komme ich auch ran. Ah! Ich kann schon mal eine Schusswaffe herstellen. Das ist schon mal fündig geworden. Ja, Hunting Rifle. So, wo ist er? Die Taschenlampe wollte ich schon sagen. Ich hoffe, es gibt auch eine Taschenlampe zu finden. Oder einen Mining Helm. Ja, Mining Helm gibt es zu finden. Oh, hier ist ja alles verschlossen. Was ist das denn? Magazin? Ah, okay. pass auf, ich habe jetzt ein Rezept, was ich nicht lernen kann, weil ich ja schon habe. Das habe ich jetzt wieder zurück in so eine Kiste gelegt, ne? Also, Fairness halber. Jetzt hab ich Spaß können. Okay, wenn du das sagst. Ich meine, haben wir gesagt, dass man Sachen, die man noch hat, nicht behalten kann? Ja gut, dann... Kannst du machen, was du willst. Wenn ich jetzt einen normalen Hunting Rifle finde, dann will ich es auch nicht dir liegen lassen. Das ist PvP. Na gut. Ich hab gedacht, mach's mal ein bisschen fair und so. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich mir darüber uns keine Gedanken gemacht. Aha, Chest ist locked. Ah, hab ich gleich am Eingang bei mir eben gehabt, hab ich zwei Käufe gemacht. Oh, Essen gefunden!